Dann kommen wir zur Sirene. Doch lachst du, ja? Guckt sie euch an. Was für ein Geschenk. Mit allen Fingern, die wir gehört haben, mit allen Zehen, vollkommen in unserem Herrn. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, wir kommen in voller Dankbarkeit vor deinen Thron an diesem Morgen. Wir kommen in voller Dankbarkeit vor deinen Thron und bringen dir dieses junge Menschenleben her. Wir sind entzückt und wir sind begeistert von dem, wie genial du den Menschen geschaffen hast. Wie du auch in diesem jungen Leben alles angelegt hast, Herr. Wir danken dir für Anna Nadine, Jesus. Wir danken dir für dein Leben. Wir danken dir für deine unendliche Liebe zu ihr. Wir danken dir, dass du sie kennst, dass du sie bei ihrem Namen rufst und dass du sie eines Tages ganz nah zu dir ziehen wirst. Wir danken dir, Jesus, dass wir auch jetzt schon deinen Segen auf dieses junge Menschenleben legen dürfen. Und es ist uns eine Ehre und ein Vorrecht, dich zu segnen, Nadine, im Namen des lebendigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes segnen wir dich. Wir danken dir, Herr, für ihre Eltern. Wir danken dir für Milan und Joanna, für ihre Liebe zu dir, für ihre Treue zu dir, Jesus. Und Herr, du hast ihnen eine Verantwortung zugesprochen mit der Geburt dieses Kindes. Und wir wollen auch sie segnen in deinem Namen. Wir wollen sie segnen mit Liebe. Wir wollen sie segnen mit Geduld, mit Freude, mit Annahme für dieses Kind in alle Zeiten und durch alle Zeiten hindurch, Herr Jesus. Sei du ihnen nah und segne du sie als Familie. Gerade beim ersten Kind, Herr, es ist so ein besonderes Erlebnis. Und wir wünschen ihnen ganz intensive Zeiten des Zusammenwachsens, wo sie eine Kernfamilie in dir bilden dürfen, Jesus. Wir danken dir, Herr, für erweiterte Familien, für Großeltern, für Onkel und Tanten. Danken dir, Herr, dass sie mit dir gehen und dass sie auch Vorbilder sein können für Anna. Dass auch sie eines Tages diesen Weg zu dir in Treue und Liebe und Hingabe gehen werden. Danke, Jesus, für deine Gegenwart und für deinen Segen, an dem alles gelegen ist. Amen. 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 Du bleibst bei mir, ja? Okay? Gehen wir zusammen predigen. Nein. Es wurde noch was vorbereitet. Klappt ganz gut wieder. Ich weiß es nicht. Also die Johanna ist ja schon mitten dabei in unserem Koala-Team. Aber ich möchte euch trotzdem jetzt auch als Eltern herzlich willkommen heißen. Genau. Für die Mutter, die Hauptlast zu tragen hatte, haben wir ein paar schöne Blümchen besorgt. Und Anna Nadine zum Spielen. Dankeschön. Ich dachte erst, es wäre ein Praline.